Rund 22'000 Personen haben heute Nachmittag den Fritschi-Umzug vom Strassenrand mitverfolgt. Das sind gegen 3'000 Personen weniger als im letzten Jahr. Die Fasnacht die hat heute am schmutzigen Donnerstag natürlich nicht nur in Luzern gestartet, sondern in der ganzen Zentralschweiz. Unsere Reporter sind früh am Morgen zu Stanz und zu Brunnen. Liebe Fasnächtler, ich erkläre die Fasnacht 2012 als eröffnet. Am 5:30 am Morgen hat der Frohsinnvater Seppi Durr die Fasnacht in Stanz eröffnet. Mit dem Urknall ist es dann so richtig losgegangen. Die Guggenmusiken haben den Fasnächtler so richtig eingeheizt. Ja, es ist immer etwas Spezielles am Stanzer Dorfplatz. Und morgen, am Schmuden Morgen ist man immer recht nervös und aufgeregt. Und es ist natürlich super, wenn man es hier oben vor dem Denkmal eröffnet. Ja. Einmal mehr hat man in Stanz viele schöne und kreativ gestaltete Sujets gesehen. Genau das macht die Fasnacht in Nidwalden aus. Strassenfasnacht finde ich einfach cool. Und man sieht so viele Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat und kann reden. Und dann gibt es etwa einen Kaffee. Und ja, ist einfach lustig. Neben der Tagwache in Stanz ist aber auch im Rest der Zentralschweiz die Fasnacht losgegangen. Die Brunnen im Kanton Schweiz haben heute die unterschiedlichsten Guggenmusiken die Strassen unsicher gemacht. Gefreut hat sich vor allem die Fußballlegende Timo Konietzka, der diesjährige Bartli-Vater. Konietzka, wie ist es jetzt für Sie, so von den Leuten begrüßt zu werden? Ja, das ist was Ehrliches. Ja. Deshalb machen wir das ja und wir machen es gerne. Meine Frau und ich. Das Wetter spielt mit, was ganz wichtig ist dabei. Na, bin sehr zufrieden. Als Höhepunkt der Tagwachtsbrunnen ist dann noch das traditionelle Feuerwerk gezündet worden.